In diesem Abschnitt geht es um die sogenannten Entscheidungsbäume. Und Entscheidungsbäume sind ein Lernparadigma, das dem Lernen eines Konzeptes, wie Sie es am Anfang der Vorlesung schon mal beispielhaft gesehen haben, sehr nahe kommt, beziehungsweise es verallgemeinert. Es wird mit Entscheidungsbäumen möglich, nicht nur eine einfache Konjunktion als Regel oder Hypothese zu erlernen, sondern eine Verknüpfung von verschiedenen Konjunktionen, die unterschiedliche Klassen labeln sollen. Wir sind ja auch dann nicht mehr in der Zweiklassensituation, sondern in der Mehrklassensituation. Und neben den Grundlagen von Entscheidungsbäumen, die vielleicht den größten Teil, nein, nicht den größten Teil, aber den wesentlichen Abschnitt jetzt für die heutige Veranstaltung ausmachen werden, werden wir uns dann in Ansätzen heute auch schon mit den sogenannten Unreinheitsfunktionen auseinandersetzen. Diese Funktionen werden eingesetzt, um Entscheidungen bei der Konstruktion von Entscheidungsbäumen leichter zu machen. Im Anschluss sehen Sie dann einen fortgeschritteneren Algorithmus, den ID3-Algorithmus. Und zu guter Letzt die Frage, wie man es bei Bäumen ja häufig tut, auch wie man Entscheidungsbäume wieder kürzen kann, um die Komplexität der Hypothese, die ein Entscheidungsbaum ist, zu verringern. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Das Lernsetting, das Sie schon kennen, hier noch einmal ausgeführt. Wir haben ein Multiset von Feature-Vektoren X, den Feature-Raum. Und wir haben eine Menge von Klassen C. Hier, wie gesagt, nicht auf zwei Klassen beschränkt. Und wir haben wie immer eine Menge von Beispielen, die aus dem kartesischen Produkt von x und c gezogen wurden und für die ein menschlicher Experte oder eine menschliche Expertin uns Lösungen sozusagen gegeben hat. Für jedes Beispiel kennen wir die Klasse. Und unser Ziel ist es, d zu erklären oder zu erlernen, beziehungsweise das Konzept, das d zugrunde liegt, zu erlernen oder zu erklären, mit Hilfe eines Entscheidungsbaums. Hier sehen Sie einen Entscheidungsbaum auf dem unteren Teil der Folie und dieser Entscheidungsbaum kodiert mitunter das Konzept Enjoy Surfing, das Sie schon beim Konzeptlernen gesehen haben. Ich gehe da jetzt nicht nochmal hin, aber Sie werden sich erinnern, es geht im Prinzip nur darum zu entscheiden, ob man abhängig von der Witterung eines Tages Spaß am Surfen haben wird oder nicht. Und eine Person hat uns hier Antworten ihrer subjektiven Meinung, ihrer subjektiven Wahrnehmung geben, abhängig von insgesamt sechs verschiedenen Witterungsbedingungen, die für einen Tag aufgezeichnet werden können und deren Zustand nicht in Form von, zum Beispiel bei der Temperatur, in Form von der Messung der Temperatur aufgezeichnet wird, sondern mit Hilfe von nominellen Variablen, wie es fühlt sich warm an oder es ist kalt. Ob der Himmel sonnig ist oder regnerisch oder auch bewölkt und so weiter und so fort. Drei Beispiele sind es hier gegeben. Wir haben eine ganze Menge mehr gesehen an verschiedenen Stellen der Vorlesung. Der Entscheidungsbaum, den Sie jetzt hier exemplarisch darunter abgebildet sehen, ist ein möglicher Entscheidungsbaum. Der soll uns dabei helfen, diese Entscheidung zu treffen. Ein Entscheidungsbaum besteht, wie jeder Baum, generell im graphtheoretischen Sinne aus Knoten und Kanten und er hat eine Wurzel. An den Knoten, an den inneren Knoten des Entscheidungsbaums sind die Label von Dimensionen, also Features, abgetragen. Und an den Blattknoten des Entscheidungsbaums sind die Klassenlabel abgetragen, in diesem Fall entweder ja oder nein. Das heißt,
die Entscheidungen, die dann am Ende zu treffen sind. An den Kanten des Entscheidungsbaums sind je nachdem abhängig davon, welches Feature durch den Knoten, von dem die Kante ausgeht, kodiert wird, die jeweiligen möglichen Werte dieses Features abgetragen. Also im Falle von der Witterungsbedingungen des Himmels, ob es sonnig ist, ob es regnerisch ist oder ob es wolkig ist. Ein Beispiel für wolkig sehen wir jetzt hier in der Tabelle oben nicht, aber Sie können sich vorstellen, dass es ein solches geben kann. Und um jetzt eine Entscheidung zu treffen, passiert letztendlich nichts anderes, als dass ein Pfad, für ein gegebenes Beispiel, ein Pfad von der Wurzel zu einem Blattknoten durchschritten wird, abhängig davon, welche Ausprägung das Beispiel hat. Also das heißt, wir schauen zuerst auf die Witterung des Himmels und stellen fest, zum Beispiel im ersten Beispiel, es ist sonnig. Und das heißt, wir verfolgen dann hier den Pfad hier entlang und an diesem Knoten wird die Temperatur geprüft. Und im ersten Beispiel ist die Temperatur warm, darum folgen wir dieser Kante hier und landen schon bei einem Blattknoten. Und es genügt also gemäß dieses Entscheidungsbaums zwei der sechs Features des Beispiels auszuwerten, um bereits eine Entscheidung treffen zu können. Und hier lautet die Entscheidung ja, und sie stimmt zufälligerweise auch mit der Entscheidung, die der Mensch zur Verfügung gestellt hat, das heißt der Ground Truth, überein. Das Ganze kann man für die anderen Beispiele auch exerzieren und ob nun alle Entscheidungen richtig sind für alle Beispiele, die wir gegebenenfalls haben oder nicht, was muss nicht gegeben sein. Ein Entscheidungsbaum, wie jede andere Hypothese, ist nicht perfekt oder muss nicht perfekt sein. Natürlich, wie immer, man sucht eine möglichst gute Hypothese, aber auch eine, die generalisieren kann. Das heißt, die nicht einfach nur die Beispiele auswendig lernt, sondern auch ungesehene Beispiele vernünftig klassifizieren kann. Im Prinzip sehr eingängig, hoffe ich. Aber wenn Sie Fragen an dieser Stelle schon haben, können Sie die gerne stellen. Ruhig dazwischen rufen, dann, wenn Sie Fragen haben. Eine weitere Eigenschaft, die Entscheidungsbäume mit sich bringen, ist, dass an jedem Knoten nicht alle, sondern nur ein Teil, eine Teilmenge der Beispielmenge, der gesamten Beispielmenge bzw. des Feature-Raums X wirklich betrachtet werden. Der Entscheidungsbaum teilt den Feature-Raum. Und zwar geschieht das folgendermaßen. Hier ausgehend vom Wurzelknoten, der den gesamten Feature-Raum repräsentiert, das heißt alle möglichen Beispiele auch, die wir hier sehen, aus dem Feature-Raum, sorgt diese Aufteilung in drei verschiedene Branches des Baums dafür, dass nur bestimmte Beispiele von den jeweiligen Kindknoten berücksichtigt werden. Nur eine Teilmenge der Beispiele bzw. nur eine Teilmenge jeweils des Feature-Raums. Das heißt, wenn wir hier auf die linke Seite schauen, auf den linken Kindknoten, wo dann vorausgesetzt wird, dass alle Beispiele hier den Feature-Wert sonnig aufweisen, bedeutet das, dass hier ausschließlich, wenn man sich die Beispiele hier oben anschaut, nur das erste und zweite Beispiel tatsächlich entschieden werden können von diesem Knoten. Sie werden auf jeden Fall hier entschieden, weil sie haben genau dieses passende Attribut. Und alle anderen Beispiele, zum Beispiel hier das regnerische Beispiel, wird von einem anderen Teil des Entscheidungsbaums entschieden. Das heißt, wir zerlegen sozusagen den Feature-Raum und damit auch die Beispiele. Das ist jetzt hier nochmal definiert. Was ist eine solche Zerlegung und was ist eine induzierte Zerlegung?
Wir haben als Ausgangspunkt den Feature-Raum und eine Menge von Beispielen daraus. Und eine Zerlegung des Feature-Raums ist eine Aufteilung in Teilmengen x1 bis xm, die disjunkt sind, die nicht leer sind und die zusammengenommen wieder den Feature-Raum selbst ergeben. Das sehen Sie jetzt hier illustriert. Am Beispiel von vier, eine Aufteilung mit vier Teilmengen x1 bis x4 und der Feature-Raum x wird vollständig abgedeckt. Die Tatsache, dass die Beispielmenge d aus x gezogen ist, bedeutet, dass automatisch auch d aufgeteilt wird. Das heißt, diese Zerlegung, dieses Splitting von x vom Feature-Raum induziert genauso eine Zerlegung der Beispielmenge d. Das sehen wir jetzt hier. Es ist nicht gesagt, dass wir notwendigerweise für jeden Teil des Feature-Raums auch Beispiele haben. Das hängt davon ab, wie gut und repräsentativ die Beispiele gezogen wurden. Wie immer beim maschinellen Lernen wünschen wir uns natürlich eine repräsentative Beispielmenge und diese Beispielmenge soll möglichst gut auch die Größen hier der verschiedenen Teile des Feature-Raums, die durch das Splitting, durch die Zerlegung zu sehen sind, repräsentieren. Die Art und Weise, wie wir dieses Splitting vornehmen, kann unterschiedlich sein. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel am Anfang schon gesehen, dass wir einfach jeden möglichen Feature-Wert bezüglich des Feature Sky, das vom Vaterknoten repräsentiert wird, nehmen können. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Hier noch erstmal eine kleine Syntaxfeinheit. Im Prinzip, was geschieht durch den Entscheidungsbaum, ist, dass an jedem Knoten das gegebene Beispiel projiziert wird auf genau ein Feature. Dieser Projektionsoperator ist so denotiert. Das heißt, x projiziert auf das Feature A und herauskommt vom Feature-Vektor x genau der Wert an der Stelle für das Feature A, nämlich hier x3 oder im Falle vom Beispiel oben zum Beispiel sonnig. Die möglichen Ausprägungen eines Feature-Vektors sind dann ist dann der Definitionsbereich des Features hier oder die Domain. Und wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, eine solche Zerlegung anhand dieser Kenntnis der Feature-Ausprägung vorzunehmen. Die erste ist jetzt die, die Sie schon gesehen haben im Beispiel. Wir nehmen einfach sämtliche verschiedenen Feature-Werte, die möglich sind, und zerlegen den Feature-Raum gemäß dieser Feature-Werte. Das heißt, jede Teilmenge enthält nur diejenigen Feature-Vektoren, die projiziert auf das Feature A, hier zum Beispiel den Wert A1 aufweisen. Einen Schluck trinken. Und so weiter und so fort bis zum Feature-Wert AM. Sie sehen, selbstverständlich sind diese Teilmengen disjunkt. Das ist also die eine Möglichkeit, aber es gibt natürlich noch andere und das ist eher auch die, die tatsächlich in der Praxis häufiger eingesetzt wird, nämlich die binäre Zerlegung des Feature-Raums. Zum Beispiel auch hier möglich, indem man sagt, man wählt eine Teilmenge aus dem Definitionsbereich des Features A, Teilmenge B, und stellt einfach nur fest, ob der auf A projizierte Feature-Vektor, der Wert, der an dieser Stelle steht, im jeweiligen Feature-Vektor Teil von B ist oder eben nicht und weist dementsprechend das Beispiel in eine der beiden Mengen zu. Diese beiden Aufteilungen funktionieren wunderbar für nominelle Features, so wie wir sie oben im Beispiel gesehen haben.
wenn Sie ein nicht nominelles Feature haben, zum Beispiel ein ordinal skaliertes Feature. Das wäre hier eine Möglichkeit des Aufstellens einer Ordnung zwischen den Feature-Werten, was hier denotiert wird durch diesen geschwungenen Größeroperator. Das heißt jetzt nicht, dass wirklich so wie beim normalen Größeroperator, auch eine Skala zugrunde liegt, sondern nur eine Ordnung. Zum Beispiel bei der Temperatur könnte man sagen, warm ist wärmer als kalt. Aber wie warm warm im Vergleich zu kalt ist, ist unklar, ist auch sehr subjektiv. Aber die Ordnung warm ist wärmer als kalt liegt vor. Also das könnte man hier zugrunde legen. Und man wählt bezüglich dieser Ordnung einen bestimmten Wert aus der Menge, aus dem Definitionsbereich aus, das ist der Wert V, und stellt einfach fest, ob für die erste Menge der binären Zerlegung ein Beispiel projiziert auf den Feature-Wert A einen Wert aufweist, der größer oder gleich bezüglich der Ordnung dem Wert V ist oder eben nicht. Und je nachdem, was vorliegt, wird das Beispiel in eine dieser beiden Mengen einsortiert. Man kann sich noch weitere Möglichkeiten vorstellen, das ist nicht erschöpfend, auch für andere Skalierungen von Maßen, und es soll an dieser Stelle nur vorgeführt werden, was möglich ist. Wir bleiben erstmal hier bei diesen binären Aufteilungen generell. Aber Sie sehen die Variabilität, die möglich ist mit den Decision Trees und den möglichen Aufteilungen auch. Das heißt, anders als beim Konzeptlernen können auch bedeutend kompliziertere Dinge repräsentiert werden. Also, so wie bei der linearen Regression auch. Auf Basis des Begriffs der Zerlegung oder des Splittings können wir jetzt Entscheidungsbäume definieren. Wir haben eine Menge, einen Feature-Raum X und eine Menge von Klassen C. Und dann ist ein Entscheidungsbaum T für diese beiden Mengen ein endlicher Baum, der gewurzelt ist und bei dem jeder Nicht-Blattknoten, also bei dem jeder innerer Knoten T, drei Dinge zugewiesen bekommt. Erstens eine Teilmenge des Feature-Raums, die hier denotiert wird durch x von T. Eine Zerlegung dieser Teilmenge, also das heißt nochmal ein Splitting des Feature-Raums. Hier ist es ein Split des Feature-Raums oder es kann der ganze Feature-Raum sein, wenn es sich um die Wurzel handelt. Hier nochmal eine Aufteilung gemäß der Definition von Splitting von x von t und eine 1 zu 1 Zuordnung jeder einzelnen Teilmenge, die hier von dem Splitting erzeugt wird. Oh, Entschuldigung. Jeder einzelnen Teilmenge auf genau einen seiner Kindknoten. Der einzige Knoten, der den gesamten Feature-Raum repräsentiert, ist der Wurzelknoten und ein Blattknoten werden diese Dinge nicht zugewiesen, sondern ausschließlich ein Label. Das heißt, ein Klassenlabel aus C. Möchte man nun ein gegebenes Beispiel X mit einem Entscheidungsbaum klassifizieren, dann folgt man drei Schritten. Erstens, man nimmt sich den Wurzelknoten oder man sucht den Wurzelknoten und geht von dort aus. Dann durchläuft man einen sich wiederholenden Schritt für jeden Knoten auf dem Pfad vom Wurzelknoten zu einem Blattknoten, den man durchläuft und stellt fest, ob es sich dabei schon um einen Blattknoten handelt und wenn nicht, wird unter den Kindknoten genau der Knoten gefunden, dessen Split, das heißt hier, was wir hier zugewiesen haben, genau x enthält. Und das Ganze wird halt wiederholt, so lange, bis man bei einem Blattknoten angekommen ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird genau die dem Blattknoten mit dem Blattknoten assoziierte Klasse, das Klassenlabel, dem Beispiel zugewiesen. Die Menge aller möglichen Entscheidungsbäume, die man konstruieren könnte, entspricht dem Hypothesenraum in diesem Lernsetting. Das heißt, wir haben eine Menge von Beispielen
Und für diese Menge von Beispielen können Sie eine bestimmte Menge von Entscheidungsbaum konstruieren. Und wir suchen in diesem Hypothesenraum genau den Entscheidungsbaum, der nun ja besten Eigenschaften aufweist bezüglich der Erklärung von D, aber auch der Generalisierung auf ungesehene Beispiele. Genau wie zuvor auch, es findet eine Suche statt, auch wenn diese Suche sehr konstruktiv abläuft, indem der Entscheidungsbaum mit den Algorithmen, die wir sehen, dann Schritt für Schritt zusammengebaut wird. Genau, vielleicht hier noch als Zusatz, die Regeln, die in einem Entscheidungsbaum kodiert sind. Jeder Pfad in einem Entscheidungsbaum kodiert eine Regel und die entspricht mehr oder weniger auch den Regeln, die Sie schon beim Konzeptlernen gesehen haben. Hier ist eine Wenn-Dann-Regel. Wenn diese Konjunktion hier zutrifft von Feature-Wertpaaren für ein gegebenes Beispiel, dann erhält dieses Beispiel genau dieses Label für das Zielkonzept. Vielleicht noch als Hintergrund zur Geschichte, die wurden 1986 von Ross Quinlan erfunden und das ist auch immer noch einer der führenden Forscher bezüglich Entscheidungsbäumen. Selbst heute werden Entscheidungsbäume noch weiterentwickelt und auch in der Praxis stark eingesetzt. Es gibt sehr effektive Algorithmen, der C45-Algorithmus oder C5-Algorithmus jetzt zuletzt, den man auch auf den Webseiten von Ross Quinlan finden kann. Und also es ist schon noch ein, auch wenn es sich jetzt für Sie vielleicht nicht dem Hype folgt bezüglich Deep Learning, dann ist es schon noch ein sehr wichtiges Verfahren im Maschinenlernen, das auch für verschiedene Bereiche Einsatz findet in der Praxis. Vielleicht noch ein paar Hinweise zur Notation, die jetzt im späteren noch verwendet wird. Wir haben jetzt hier einen Entscheidungsbaum T gegeben und für einen Feature-Raum und eine Menge von Klassen sowie eine Menge von Beispielen dafür und gegeben ein Knoten aus dem Entscheidungsbaum, definieren wir, wie oben schon gesagt, die Menge x von t als Teilmenge von x, die durch t repräsentiert wird. Das haben wir jetzt oben in der Definition schon gesagt. Und analog dazu oder induziert davon gibt es eine Teilmenge von d von t, die ebenfalls durch T repräsentiert wird. Es ist genau die Teilmenge von D, die alle Beispiele enthält, für die das Beispiel in der Teilmenge x von T ist. Das sehen wir jetzt hier auch nochmal gut illustriert. Hier sehen Sie einen Entscheidungsbaum schematisch angedeutet. Die Knoten sind mit den jeweiligen Variablen T1 bis T6 in dem Fall ausgewiesen. Wir haben es hier mal weggelassen, damit es nicht zu geklattert wird. Aber natürlich wäre das hier noch T7 und so weiter. Und jedem Knoten ist natürlich eine Teilmenge des Feature-Raums, den wir nicht so leicht darstellen können, beziehungsweise dessen Darstellung halt nicht anders aussehe, als wir sie schon am Anfang gesehen haben, mit der Ellipse zugewiesen, aber eben auch ein Stück von der Beispielmenge und jeder Ebene des Knotens ist eine eigene Zerlegung entspricht einer eigenen Zerlegung der Beispielmenge. Der Wurzelknoten, wie gesagt, entspricht der gesamten Beispielmenge oder repräsentiert die gesamte Beispielmenge. Die zweite Ebene hier, die ersten Kinder der Wurzel. Hier sind es zwei, ist eine binäre Aufteilung in diesem Entscheidungsbaum. Das heißt, wir haben hier einen Split der Beispielmenge und ausgehend davon, dieser Split ist eine Folge auch eines Splits des Feature-Raums von der Beispielmenge in zwei Teilmengen, die disjunkt sind. Die sind dann hier abgetragen. Und dann gibt es schon auf der dritten Ebene die ersten Blattknoten zu finden. Die sind dann hier nochmal farbig markiert. Und entsprechendes Splitting in vier Teilmengen bezüglich der vier Knoten, die hier zu finden sind. Und dann, es sind nicht alles Blattknoten, demzufolge haben wir noch eine vierte Ebene und auf dieser Ebene sind dann für die verbliebenen Teile der Beispielmenge noch weitere Splits angegeben. Sie sehen hier schon eine Möglichkeit, die noch bestehen kann. Bis jetzt hatten wir eine, haben wir einen
keine Besonderheiten oder so bezüglich der Blattnoten gesehen, aber die Tatsache, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, dass wir eine gute, ein gutes Splitting des Feature-Raums durchführen müssen, sodass die Klassen, die durch die Beispiele beziehungsweise im Feature-Raum durch das Modell repräsentiert werden sollen, voneinander getrennt werden sollen, bedeutet natürlich, dass diese Entscheidung auf Basis der Features der Beispiele getroffen werden muss irgendwie. Das heißt, die Features, die hier durch die jeweiligen Kanten, durch die jeweiligen Knoten und Kanten repräsentiert sind, die müssen irgendwie möglichst sauber die Beispiele bezüglich ihrer Klasse voneinander trennen. Das hat in diesem Beispiel auch ganz gut geklappt bezüglich der Klasse C1 hier, der gelben Klasse, C3 und der Klasse C2. Aber es gibt einen Blattknoten, wo das Ganze nicht so super geklappt hat. Hier, der letzte hier, der ist unbenannt ist. Da sind immer noch Beispiele aus zwei verschiedenen Klassen, nämlich C1 und C3 drin. Also das heißt, hier gibt es einen gewissen Anteil, der durch die Farbaufteilung auch suggeriert wird, vielleicht 3/4 C1 und ja, Entschuldigung, ein Viertel C3. Ne? Und Sie sehen dann, an diesem Knoten steht auch ein Klassenlabel dran. Wir haben uns für C1 entschieden. Der Mehrheitsklasse. Es gibt andere Möglichkeiten, sich zu entscheiden, ein Label an diesen Blattknoten dran zu hängen, aber aus irgendeinem Grund konnte oder wollte der oder dasjenige Verfahren, also derjenige, diejenige Person oder dasjenige Verfahren, das diesen Entscheidungsbaum konstruiert hat, hier nicht weiter aufteilen. Also das heißt, den Entscheidungsbaum nicht noch tiefer werden lassen. Man nennt diese Situation eine Situation, in der das Splitting unrein ist, impure. Und wir werden dann jetzt im späteren Verlauf der Vorlesung noch sehen, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzen muss, wie man das messen kann und wie man Entscheidungen auf Basis von der Unreinheit von Knoten treffen kann, die man dann während der Konstruktion ausnutzen kann. Genau, es gibt hier noch die Funktion Leaves vom T, also die Menge der Blattknoten des Entscheidungsbaums, das ist eine Helferfunktion. Und genau, das, was vielleicht Entscheidungsbäume noch auszeichnet im Gegenüber zum Beispiel der linearen Regression, ist, dass man hier durch die partielle Definition einer Funktion in der Lage ist, nichtlineare Entscheidungen zu konstruieren. Also das heißt, den Hypothesenraum auf nichtlineare Weise zu zertreten. Bei der linearen Regression, einem diskriminativen Verfahren, muss halt irgendwie eine klare oder auch mehrere Linien gezogen werden durch den Raum, die durch eine lineare Funktion ausdrückbar sind, durch eine differenzierbare Funktion. Und das kann man in diesem Fall von Entscheidungsbäumen, kann man sich das sparen, sondern man kann auch nichtlineare Fälle abdecken. Wir haben jetzt noch nicht wirklich von Hypothesen gesprochen, aber ich habe den Begriff Hypothesen einfach bis jetzt nur genannt. Natürlich wollen wir weiterhin davon ausgehen, dass der Entscheidungsbaum an sich als Hypothese herhält. Das heißt, ein fertiger Baum T ist eine Hypothese. Das heißt, eigentlich müssten wir hier, wenn wir sauber die Syntax, die wir oder die Notation, die wir vorher eingeführt haben, einhalten wollen, eigentlich von YT und Y groß T sprechen, die den Feature-Raum auf die Klassen abbilden. Allerdings der Einfachheit der Notation halber und auch klar zu machen, dass es sich hier um Bäume als Hypothesen handelt, weichen wir hier an dieser Stelle mal davon ab, sondern und schreiben stattdessen für Knoten T und für den Entscheidungsbaum selbst groß T. Es meint aber dasselbe und wir sprechen letztendlich auch von Hypothesen dort. Hier jetzt ein einfacher schematischer Algorithmus. Das ist noch nicht der Algorithmus, den Sie, der schon auch praktikabel ist, sondern erstmal einfach ich sag mal, schematisch zeigt, wie man einen Entscheidungsbaum generell konstruieren kann. Der Algorithmus heißt DT-Construct, da gehen wir jetzt kurz durch. Der Algorithmus nimmt als Eingabe eine Beispielmenge D und gibt als Ausgabe den Wurzelknoten T des Entscheidungsbaums zurück. Da der Entscheidungsbaum ja verbunden ist, reicht der Wurzelknoten, um am Ende von dort ausgehend anzufangen, Entscheidungen zu treffen. Erster Schritt,
Auch beim ersten Aufruf der Methode D, Sie sehen hier, die Methode ruft sich selbst rekursiv auf. Erster Schritt ist das Erzeugen eines Knotens T und wenn die Methode zum ersten Mal aufgerufen wird, handelt es sich bei diesem T automatisch um den Wurzelknoten. Und zweiter Schritt ist, und da sehen Sie jetzt vielleicht schon eine kleine Abweichung zur Definition von Entscheidungsbaum, der zweite Schritt ist, dass wir diesem Knoten als erstes ein Label zuweisen, das heißt ein Klassenlabel. Das geschieht mit Hilfe einer Hilfsfunktion Representative Class. Diese Klasse analysiert die Beispielmenge, die gegenwärtig betrachtet wird, die übergeben wurde im Funktionsaufruf und stellt fest, welche Klasse man am besten zuweisen müsste. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach die base-optimale Klasse sein, gemäß der Base-Klassifikation, also die häufigste Klasse. Zum Beispiel. Genau, und dieses Label wird zugewiesen und es wird auch jedem Knoten zugewiesen, auch anders als in der Definition gesagt, inneren Knoten. Dadurch wird der fertige Entscheidungsbaum insofern rekursiv, das heißt, jeder Teil des Entscheidungsbaums, das heißt, wenn ich jeden inneren Knoten herausziehe und den als Wurzelknoten heranziehe, ist auch wieder ein Entscheidungsbaum dadurch. Als nächstes wird festgestellt, ob die Beispielmenge unrein ist. Auch hier eine entsprechende Helferfunktion. Und wenn das der Fall ist, wird irgendein Splitting-Kriterium ausgerechnet. Weitere Helferfunktion, mit deren Hilfe dann der Entscheidungsbaum zerlegt wird. Das kann jetzt, wie gesagt, dieses binäre Splitting-Kriterium sein. Die müssen irgendeine Teilmenge der Domäne eines Features wählen oder wir nehmen einfach ein Feature und teilen es in die entsprechenden möglichen Feature-Werte auf. Das hängt einfach davon ab, wie man vorgehen möchte. Und im Falle, dass D rein ist, das heißt, D enthält nur Beispiele derselben Klasse, wird einfach der Knoten selbst zurückgegeben und wir sind an dieser Stelle mit diesem Methodenaufruf fertig. Als Ergebnis im Falle der Unreinheit der Zerlegung von D bezüglich des Split-Kriteriums erhalten wir eine Menge von Teilmengen D1 bis Dm, die genau die Zerlegung ausmachen. Die haben genau diese Eigenschaften. D1 bis Dm sind disjunkt und enthalten jedoch vereinigt sämtliche Beispiele aus D. Und anschließend wird schlicht für jede dieser Teilmengen ein Kinnknoten dem Entscheidungsbaum hinzugefügt und für diese Teilmenge dann jeweils wiederum rekursiv der Konstruktionsalgorithmus, also die Konstruktionsmethode hier aufgerufen. Schlussendlich wird in jedem Aufruf am Ende der gerade erzeugte Knoten am Anfang zurückgegeben und landet entweder hier in dieser Hilfsmethode AddSuccessor oder wird einfach an den Aufrufenden, an den ursprünglich Aufrufenden zurückgegeben. Gehe nochmal auf die Illustration. Genau, also wir sehen hier das Splitting, das hier auch wirklich stattfindet. Das wird dann tatsächlich eben zugewiesen, also genau so. Und mit jedem Aufruf von dt-construct ist es entweder das ganze d oder der Teil von d, der hier bei diesem Splitting erzeugt wurde oder dieser Teil von d auf dieser Ebene und so weiter. Genau. Okay, gut. Soweit, so gut. Jetzt gibt es noch eine weitere, viel einfachere Methode, um eine Klassifikation vorzunehmen. Auch die ist rekursiv, geht in einem einfachen Schritt vor. Als Eingabe erhält man einen Feature-Vektor sowie den Wurzelknoten eines Entscheidungsbaums. Und als Ausgabe wird im Prinzip der Modellfunktionswert y von x für dieses Beispiel ausgegeben, das heißt die vorhergesagte Klasse. Das für das Beispiel und es wird als erstes festgestellt für den Aufruf bezüglich T, ob es sich dabei um einen Blattknoten handelt.
Wenn es ein Blattknoten ist, wird das Label des Blattknotens zurückgegeben, das dem Blattknoten zugewiesen wurde. Und wenn es sich nicht um einen Blattknoten handelt, wird die Methode rekursiv aufgerufen bezüglich dem passenden Kindknoten bezüglich des Beispiels. Das heißt, dem Kindknoten, dem der Split des Feature-Raums zugewiesen wurde, oder in dem Fall, ja, nee, der Split des Feature-Raums zugewiesen wurde, in dem das Beispiel hineingehört, gemäß dem Split-Kriterium. All diese Hilfsmethoden sind hier auch nochmal erklärt, aber sie dürften vielleicht mit Ausnahme der Unreinheitsfunktion und wie man dieses Split-Kriterium ermittelt, relativ eingängig sein, wie man sie implementieren müsste. Und wir werden uns in der Folge dann noch als nächstes oder als erstes mit solchen Unreinheitsfunktionen auseinandersetzen. Das heißt, wie man die Unreinheit einer Menge von Beispielen messen kann vernünftig. Es gibt verschiedene Probleme, die die Verwendung von Entscheidungsbäumen oder zumindest die Möglichkeit, Entscheidungsbäume zu verwenden, um sie zu lösen, nahelegen. Das ist natürlich offensichtlich, wenn Sie eine Modellbildungsfunktion haben, die, naja, nominelle oder anderweitig nicht leicht skal nicht normal, also nicht reell skalierte oder anderweitig skalierte Feature-Wert-Kombinationen hat. Das heißt, wenn Sie das Problem, was Sie haben, nicht anders abbilden können, wenn Sie die Beispiele nicht anders abbilden können, dann sind Sie im Prinzip angewiesen auf Lernverfahren wie Entscheidungsbäume. Und Entscheidungsbäume sind da an der Stelle auch keine schlechte Wahl. Wenn der Definitionsbereich oder der Wertebereich der Zielfunktion diskret ist, auch dann sind Entscheidungsbäume gegebenenfalls von Interesse. Und das Gleiche, wenn Sie schon wissen, dass die Lösung, die Klassenzuweisung für Ihr Beispiel mit hoher Wahrscheinlichkeit oder sehr vernünftig als disjunktive Normalform von Feature-Wertpaaren ausgewiesen kann. Wenn das zum Beispiel die gängige Praxis ist, wie zum Beispiel die ExpertInnen das tun, auch dann sind Entscheidungsbäume offensichtlich richtig. Außerdem sind Entscheidungsbäume im Vergleich zu anderen Verfahren sehr robust gegenüber Rauschen in den Trainingsdaten. Heutige Anwendungen, unter anderem in der medizinischen Diagnose, wenn man in technischen Systemen Fehler erkennen möchte, auch die Kreditvergabe, die Risikoanalyse dort haben wir gesehen, werden sie auch schon sehr lange eingesetzt und so weiter und so fort. Es gibt einige weitere Anwendungsgebiete, wo sie auch noch immer erfolgreich eingesetzt werden. Nachdem wir jetzt diesen Punkt erreicht haben, Entscheidungsbäume grundlegend, hoffe ich, ganz gut verstanden sind. Sie können gleich gerne noch Fragen stellen, ist kein Problem. Gucken wir uns jetzt an, wie bestimmte Detailfragen zu erklären sind, oder gucken wir jetzt in der Folge an, wie diese Detailfragen hier zu klären sind. Also zum Beispiel, wie man die Beispielmenge effizient wie auch effektiv ausnutzen kann, um einen Entscheidungsbaum zu bauen. Was ist das Reasoning oder was ist die Rationale, wenn man sich entscheidet, einen Knoten weiter zu zerlegen oder auch nicht? Das heißt, woran mache ich das fest? Wie schon gesagt, suchen wir Entscheidungsbäume in der Menge aller möglichen Entscheidungsbäume für eine Beispielmenge. Das bedeutet, es gibt Unterschiede zwischen diesen Bäumen. Nicht jeder Baum ist gleich gut, nicht der Baum, der die Beispiele perfekt klassifiziert, ist der beste. Während andere Bäume, die vielleicht die Beispiele nicht so super klassifizieren, gegebenenfalls trotzdem sehr geeignet sind und gut generalisieren. Das Thema Overfitting spielt dann hier wieder eine Rolle. Wie stellt man nun fest, ob eine Menge von Beispielen unrein ist? Und zu guter Letzt, wie kann man feststellen, ob ein Entscheidungsbaum gut funktioniert? Das heißt, die Performance zu messen, insbesondere die Effektivität. Wir beschäftigen uns mit der letzten Frage jetzt als erstes noch in dem Teil Basics und schauen uns genau an, wie man Entscheidungsbäume einschätzen kann.
Das geschieht über die Größe von Entscheidungsbäumen, wie auch den Klassifikationsfehler. Die Größe von Entscheidungsbäumen bezieht sich darauf, dass man, und hier kommen wir dann wieder zur Analogie, zur Regularisierung, dass man möglichst nicht eine Hypothese haben möchte beim maschinellen Lernen, die zu kompliziert ist. Das heißt, wenn der Entscheidungsbaum gemäß irgendeines Kriteriums, das wir gleich noch sehen werden, sehr kompliziert wird, dann ist es eventuell, ist dieser Entscheidungsbaum entweder wahrscheinlich schlechter geeignet als ein Entscheidungsbaum, der einfacher ist. Und die Grundlage hierfür, wie immer, und für all diese Entscheidungen, die Komplexität von den Hypothesen zu reduzieren, ist Occam's Razor, der so viel besagt, wie dass man möglichst die einfachstmögliche Regel verwenden sollte, die hinreichend gut ein Problem oder die Lösung eines Problems erklärt. Unter allen Entscheidungsbäumen, die also einen ähnlichen Fehler aufweisen, eine ähnliche Fehlerquote, in unserem Beispiel, sollten wir also den wählen, der am kleinsten ist, was immer klein bedeutet. Bezüglich des Klassifikationsfehler geht es wie immer darum, einfach zu quantifizieren, wie man oder wie gut man mit Hilfe eines Entscheidungsbaums tatsächlich klassifizieren kann und wie gut welches Label man tatsächlich einem Knoten zuweisen muss. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die wir auch schon bezüglich der Evaluierung von maschinellen Lernverfahren im Allgemeinen gesehen haben. Das sind einerseits natürlich die Fehlerquoten, andererseits aber auch die Kosten, die gegebenenfalls mit Fehlern einhergehen. Und das schauen wir uns jetzt beides nochmal spezifisch auf Entscheidungsbäume bezogen an. Zunächst die, wie jetzt sehen, die Größe des Entscheidungsbaums, wie misst man die? Es gibt vier Vorschläge, gibt bestimmt noch weitere, aber das sind erstmal die vier Vorschläge, die wir Ihnen zeigen hier. Man könnte messen, wie viele Blattknoten im Baum sind. Man könnte die Höhe des Baums sich anschauen. Man könnte wie es in der Graphtheorie ja häufig gemacht wird für Bäume, die externe Pfadlänge sich anschauen oder eine Variante davon, die gewichtete externe Pfadlänge. Die Anzahl der Knoten im Baum sagt, wie viele Regeln im Baum sind. Je mehr Regeln ich habe, umso größer ist der Baum, beziehungsweise umso komplexer die Hypothese. Dasselbe gilt im Prinzip für die Höhe des Baums. Je länger eine Regel ist, umso mehr vom Beispiel benötigt sie, um eine Entscheidung zu treffen, umso komplizierter ist anscheinend diese Entscheidung. Eventuell ist das Modell nicht gut genug, um einfache Entscheidungen zu treffen, oder es gibt andere Möglichkeiten, das zu tun. Das heißt, indem man andere Feature-Paarungen heranzieht. Das ist das vielleicht das Interessante hier auch bei Entscheidungsbäumen, anders als bei der linearen Regression zum Beispiel, dass üblicherweise Feature-Selektion integriert ist in das Lernverfahren. Das bedeutet, man schaut mit Hilfe von Entscheidungsbäumen nur auf die Features, die tatsächlich besonders entscheidungstauglich sind und alle anderen lässt man komplett weg. Während bei der linearen Regression zum Beispiel und bei Verfahren, die darauf basieren, wahrscheinlich alle Features irgendein Gewicht verschieden von 0 haben. Und man es nur durch starke Regularisierung oder durch Lasso-Regularisierung dafür sorgen kann, dass bestimmte Features durch das Lernverfahren ausgeschlossen werden oder man nachträglich arbeiten muss, um Features auszuschließen. Die externe Pfadlänge misst einfach nur die gesamte Länge aller Pfade von der Wurzel zu Blattknoten im Baum und das Ganze kann dann noch gewichtet werden, zum Beispiel mit dem Anteil der Zahl der Beispiele des Beispieldatensatzes, das insgesamt trainiert werden soll, auf dem insgesamt trainiert werden soll, die von einer bestimmten Regel entschieden werden. Hier ist ein anderes Beispiel als das zuvor gesehene. Es soll die Entscheidung getroffen werden, ob ein Pilz essbar ist oder nicht. Und als Features dafür etwas übersimplifiziert, nehmen wir erstmal nur drei: die Farbe, die Größe
und ob Punkte zu sehen sind oder nicht. Und wir haben Ground Truth für fünf Beispiele hier. Die meisten der fünf sind essbar, nur einer ist toxisch. Und ja, bezüglich dieser verschiedenen Ausprägungen hier ergeben sich folgende Entscheidungen. Hier sehen wir jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, diese Beispielmenge perfekt zu klassifizieren. Also beide Entscheidungsbäume machen keine Fehler bezüglich der Beispielmenge. Und die Frage, die wir stellen, welcher der beiden Bäume sollte jetzt bevorzugt werden? Um diese Entscheidung zu treffen, quantifizieren wir die Größe des Baums und entscheiden uns dann für den Baum, der kleiner ist, denn beide sind ja gleich gut. Die Zahl der Blattknoten im Baum A ist 4, während sie in hier 3 ist. Die Höhe des Baums ist bei beiden Fällen gleich und die externe Pfadlänge, die ist im Falle des Baums A 6 und bei B 5. Die 6 ergibt sich hier, indem sie einfach hier 2 plus 2, 4, 5, 6 zählen. Das heißt, jede Pfadlänge von der Wurzel zum Blatt die Länge messen, das heißt die Anzahl der Kanten und dann schauen, was die Summe aus allem ist. Eben dementsprechend hier 5. 2 plus 2 plus 1. Wenn wir jetzt hinzunehmen, die Information, wie viele Beispiele von jedem Blattknoten aus unserer Beispielmenge klassifiziert werden, dann sehen wir diese Information hier eingeblendet. Es werden von dieser Regel hier zwei Beispiele klassifiziert, von dieser Regel hier eins und von diesen beiden Regeln auch jeweils eins im Baum A. Und hier ist es so, dass im Baum B von dieser Regel hier zwei Beispiele klassifiziert werden, von dieser Regel ebenfalls zwei und von dieser Regel genau eins. Hier ergibt sich jetzt ein widersprüchliches Ergebnis bezüglich dieses Maßes für Größe, bezüglich der vorigen Maße. Hier erhält Baum A plötzlich eine kleinere Größe als Baum B, 7 statt 8. Das ergibt sich daraus, hier, wir nehmen die Länge dieses Pfads, 2 mal 1 plus 2 mal 1 plus 1, 1 mal 1 plus 2 mal 1. Versus 2 mal 1 plus 2 mal 2 plus 1 mal 2. Und das ergibt dann dementsprechend diese Summen hier. Also das heißt, in dem Zusammenhang stellt sich jetzt natürlich die Frage, welches Größenmaß sollte bevorzugt werden? Die Tatsache, dass wir hier Informationen aus der Beispielmenge mit einbeziehen, bedeutet, dass wir auch Informationen darüber erhalten, wie stark der Entscheidungsbaum sich auf bestimmte Bereiche des Feature-Raums konzentriert haben muss beim Training. Und tatsächlich ist es am Ende so, dass die gewichtete externe Pfadlänge unter diesen Maßen hier das beste Maß ist, das wir einsetzen sollen. Das heißt, etwas kontraintuitiv vielleicht, wenn man nur auf die Bilder der Bäume schaut, ist der linke Baum der einfachere, weil die meisten Beispiele von weniger komplizierten Regeln entschieden werden im Verhältnis. Hier werden zwei Beispiele durch eine Regel entschieden, die zwei Feature-Werte abfragt. Und hier werden drei Beispiele entschieden durch jeweils zwei Regeln, die nur einen Feature-Wert abfragen. Das ist jetzt für diesen kleinen Beispiel hier, fällt das jetzt nicht so ins Gewicht, würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen bei größeren Bäumen und Entscheidungsbäume haben durchaus mal 6, 7, 8, 10 Ebenen, je nachdem, oder vielleicht sind sie sogar noch größer, fällt das schon dann plötzlich sehr stark ins Gewicht, wenn plötzlich eine sehr komplexe Regel sehr, sehr viele Beispiele entscheidet. Oben ist eine Frage. Ja, gerne. Also die externe Pfadlänge sagt im Prinzip nichts anderes als die Summe aller Pfadlängen von der Wurzel zu einem Blattknoten, zu allen möglichen Blattknoten. Das heißt, wir schauen uns hier diesen Blattknoten an, folgen dem Pfad zurück zur Wurzel und zählen die Kanten 1, 2. Dann nehmen wir diesen Blattknoten, folgen dem Pfad zurück zur Wurzel und zählen nochmal die Kanten, nochmal 1, 2. Das sind also 4. Und dann für diese beiden Blattknoten entsprechend plus 1 sind 5, 6. Dementsprechend kommt hier die externe Pfadlänge 6 raus.
Bei der Gewichtung wird dann jede Fahrtlänge dann einfach nochmal mit der Zahl der Beispiele, die durch diese Regel klassifiziert werden, multipliziert. Und da, demzufolge kommen dann hier 7 und 8 raus. Okay. Weitere Fragen? Okay. Das heißt, okay, wie gesagt, also die gewichtete externe Fahrtlänge ist das Maß, das am Ende bevorzugt wird unter diesen hier. Es gibt andere Maße, die noch komplexer sind und noch tiefer in die Beispielmenge hineinschauen, aber die sparen wir uns an dieser Stelle erstmal. Es gibt theoretische Ergebnisse zu Entscheidungsbäumen. Wenn man auf der Suche nach dem einfachst möglichen Entscheidungsbaum ist und die gewichtete externe Pfadlänge heranzieht als Maß, dann stellt man fest oder hat festgestellt, dass für eine gegebene Menge von Beispielen den Baum zu finden, dessen gewichtete externe Pfadlänge durch b begrenzt ist, also das heißt durch b nach oben begrenzt ist, dass die Suche nach diesem Baum NP vollständig ist. Das heißt, ein sehr kompliziertes Problem und das heißt, wir kommen nicht umhin, Heuristiken einzusetzen, um nach der passenden Hypothese zu suchen. Das heißt, wir werden jetzt auch genauso wie bei den anderen Lernverfahren, wie beim Bayesian Lernen, wie bei der linearen Regression, nicht umhin kommen, die Komplexität der Realität, die sich daraus ergibt, dass wir Probleme dann doch nicht so einfach erschlagen können im Computer mit Hilfe von maschinellen Lernen, dass wir dafür dann einfach ein paar Daumenregeln benötigen, Heuristiken, die uns dabei helfen, schnell zu annähernd guten Lösungen zu kommen. Das machen wir jetzt hier ohne Beweis, und gehen stattdessen jetzt zur zweiten Frage über, wie messt man mit Hilfe eines Entscheidungsbaums den die Fehlerquote, die von einem Baum als Ganzes gemacht wird. Dafür ist es zunächst überhaupt erstmal wichtig, dass wir klar definieren, wie überhaupt einem Blattknoten ein Label zugewiesen wird. Und darauf basiert dann die Fehlerfunktion später. Und diese Zuweisung, wie schon gesagt, geschieht einfach anhand der am häufigsten vertretenen Klasse. Das heißt, wir messen die Größe der Teilmengen von den in der Teilmenge d von t enthaltenen Beispielen bezüglich aller Klassen und wählen dann einfach die Klasse aus, von denen am meisten Beispiele in dieser Teilmenge vorhanden sind, als Label für einen beliebigen Knoten t. Auf Basis dieser Funktion können wir nun, wie zuvor schon gesehen, die Fehlerquote berechnen. Das geschieht einfach bezüglich des Knotens t und einer Beispielmenge d von t so, dass wir uns anschauen, wie viele der Beispiele, die noch übrig sind, beziehungsweise wie viele Beispiele generell, die hier in der Teilmenge drin sind, werden falsch entschieden bezüglich des Labels, das wir zugewiesen haben. Und das Ganze wird dann ins Verhältnis gesetzt zur Gesamtmenge der Beispiele, die in dieser Teilmenge d von t drin sind. Das Ganze kann man dann auch wieder umformulieren als Differenz von 1 minus dem Maximum hier bezüglich der Klasse C und diesem Verhältnis. Also das heißt, beides relevant, aber das werden Sie dann wiedererkennen aus der Fehlerquotenformel. Als nächstes stellt sich dann die Frage, wenn wir die Fehlerquote eines bestimmten Knotens berechnen können. Das könnte ja auch ein innerer Knoten eines Entscheidungsbaums sein. Das muss ja nicht zwangsläufig ein Knoten sein, ein Blattknoten sein, beziehungsweise der Wurzelknoten. Wie können wir nun den Fehler für einen Entscheidungsbaum berechnen? Und da reicht es nicht, sich einfach nur den Fehler des Wurzelknotens anzuschauen, weil da werden natürlich, wenn dem Wurzelknoten ein Label zugewiesen wird, wahrscheinlich der Löwenanteil aller Beispiele falsch entschieden. Nur eben nicht die am häufigsten in Beispielen vertreten sind. Sondern stattdessen müssen wir uns sämtliche Regeln des Entscheidungsbaums ansehen. Das bedeutet, man geht die Menge der Blätter des Entscheidungsbaums durch, schaut sich jeden einzelnen Blattknoten an und berechnet für diese Blattknoten dann die Fehlerquote gemäß dieser Formel. Das Ganze wird summiert und
gewichtet bezüglich des Anteils der Beispiele, die tatsächlich von dieser Regel entschieden werden. Und das ist dann die Fehlerquote für den gesamten Entscheidungsbaum. Natürlich gibt es auch hier wieder eine probabilistische Motivation für die Zuweisung des Labels. Hier sehen Sie dann jetzt die Variante, die auf Wahrscheinlichkeiten beruht und die Klasse auswählt, die am wahrscheinlichsten bezüglich des Splits des Feature-Raums, das wir nun zufällig in Form von D gesehen haben, auswählt. Letztendlich ist dann auf Basis dieser Modellierung der Entscheidung wird die base-optimale Klasse gewählt für diesen Knoten. Das nur als Hintergrund diesbezüglich. Und vielleicht auch, wenn Sie nochmal nachlesen wollen, hier nochmal der Unterschied zwischen Max und Argmax, was da der eigentliche Unterschied ist als Notationsdetail. Genau. Ja, vielleicht auch noch, ist vielleicht selbst evident, aber jetzt sollte man vielleicht auch nochmal nicht unerwähnt lassen, dass abhängig davon, wie ich jetzt dieses D von T auswähle, ich verschiedene Arten von Fehlern berechne. Wenn das D von T eine zuvor ungesehene Beispielmenge ist, die bezüglich eines bestimmten Knotens oder die einem bestimmten Knoten zugeordnet wäre, wenn ich den Entscheidungsbaum zugrunde lege, dann handelt es sich dabei um den Holdout-Fehler, den wir eigentlich bestimmen wollen, um den wahren Missklassifikationsfehler zu schätzen. Wenn das D von T allerdings aus dem die Teilmenge aus dem Trainingsdatensatz ist, auf deren Basis der Entscheidungsbaum gelernt wurde, dann handelt es sich natürlich um den Trainingsfehler. Und diese Unterscheidung muss man schon machen. Also lassen Sie sich jetzt hier nicht verwirren. Dieses D kann entweder ein Holdout-Datensatz sein oder es kann der Trainingsdatensatz sein. Oder auch ein Validierungsdatensatz. Also das heißt, die Definition hier, die ist jetzt spezifisch für Entscheidungsbäume angepasst, aber ansonsten kann man mit diesen Funktionen genauso umgehen, wie Sie es zuvor schon bei der Evaluierungsunit gesehen haben. Genau, und dann vielleicht noch zuletzt, das ist jetzt hier nur auf einer Bemerkungsfolie, aber ich stelle es vielleicht trotzdem vor, können wir genau wie bei der Messung der Fehlerquote auch die Kosten für Fehler mit einbeziehen in die Berechnung der Fehlerquote. Dafür müssen die Label, muss aber die Labelfunktion angepasst werden. Das bedeutet, man wird jetzt ja nicht einfach nur die häufigste Klasse einem Knoten T zuweisen oder einem Blattknoten, sondern gemäß den zu erwartenden Fehlern, die bezüglich der Klasse gemacht werden, die ausgewählt wird, die Kosten zu minimieren suchen. Das bedeutet, die Formel für die Auswahl der Klasse ändert sich hier. Wir wählen genau diejenige Klasse aus, die diese Formel hier minimiert, die Kosten für die Klassifikation eines Beispiels als C-Strich, also das heißt, Sie sehen hier das kartesische Produkt im Prinzip von C und mit sich selbst bezüglich zweier Variablen C und C-Strich. Und wir schauen uns alle Kombinationen an, bei denen, wo die Kosten gegebenenfalls maximal werden können, wenn eine Fehlklassifikation vorliegt. Und wählen dann genau die Klasse aus, die die Gesamtkosten bezüglich dieses Knotens minimiert. Die Kostenfunktion muss, wie zuvor auch schon gesehen, natürlich gegeben sein, ohne eine Kostenfunktion, die uns wiederum wahrscheinlich eine Expertin gibt, kommen wir nicht zurecht. Auf dieser Basis kann dann wieder die Fehlerquote, die kostenbasierte Fehlerquote für einen Knoten T in Abhängigkeit des Subsets D von T gemessen werden. Das ist dann einfach, das sind dann einfach die Kosten bezüglich der zugewiesenen Klasse und der Klasse C, die tatsächlich für ein gegebenes Beispiel aus der Beispielmenge zu erwarten sind, summiert über alle Beispiele aus dieser Menge und dann gewichtet mit der Größe. Also das heißt, ganz analog zu vorher, nur eben mit der Kostenfunktion multipliziert. Und genauso wie zuvor auch,
werden die Kosten für die Entscheidungen eines Entscheidungsbaums dann darauf berechnet, dass man sich alle Blattknoten anschaut und gewichtet die Kosten für jeden Blattknoten summiert. Das nur als Hintergrund bezüglich der Kosten. Ich denke, damit sind wir erstmal am Ende dieser Unit und schreiten dann noch an den Anfang der nächsten.